Teenies belagern ihn für Fotos. Mütter drücken ihm ihre Babys in den Arm. Wildfremde Menschen springen aus dem Auto, um ein Foto mit ihm zu machen. I think it's very much. Er ist auf dem Weg, ein großer Star zu sein, auf jeden Fall. Doch wer ist dieser junge Mann? Aus TikTok. Der tut immer die Mütze runter. Genau, der mit den Haaren. Noel Robinson, 21 Jahre, TikTok-Superstar. Fast 13 Millionen Fans folgen ihm. Seine Videos werden millionenfach geklickt. Und zwar wegen genau einer Sache: seinen Haaren. Was geht ab? Warte. Okay, kommt gerne rein, ich zeig euch, wo alles passiert. Ja, Noel wohnt noch immer zu Hause bei Mama und Papa im Kinderzimmer. Obwohl er sich längst was Eigenes leisten könnte. Und hier hat auch alles angefangen. Genau hier sogar vor der Wand habe ich mein Handy auf den Schreibtisch aufgestellt und dann so einfach angefangen, Tanzvideos zu machen. So. Die Followerzahlen steigen, als er bei TikTok anfängt, Videos hochzuladen, wie er fremde Menschen antanzt. Die produziert er mit seinem Kumpel Tim auf dem Heimweg von der Schule. Die beiden machen eine Ausbildung zum Sportlehrer. Doch im März diesen Jahres bricht Noel ab. An einem Tag hatte ich halt kein Tanzvideo gemacht. So. Und ich hatte noch dieses eine Video, wo ich zu einer Security gehe und einfach meine Kapuze runtermache. Ich so, ja komm, poste ich halt das. Dann poste ich das. Es hatte dann am nächsten Tag so 16 Millionen Views. Und dann seit dem Tag wusste ich, jetzt muss ich meine Haare ausnutzen, jetzt muss ich das einsetzen. Das Zufallsvideo mit seinen Haaren bringt den großen Durchbruch. Dann habe ich halt jeden Tag unterschiedliche Situationen gemacht, vor der Polizei, während dem Corona-Test, immer oder im Zug habe ich mein Ticket in meinen Haaren versteckt, dann vorgezeigt. Dann waren da Videos, die hatten 100 Millionen Aufrufe, 80 Millionen. Ich hatte jeden Tag ein Video mit 50, 60, 70 Millionen so. Dann wurde es zu meinem Markenzeichen, dieser Move mit der Kapuze. Seine Eltern waren anfangs aber nicht so angetan, dass der Sohn nun hauptberuflich TikTok macht. Das fand ich natürlich erstmal schwierig, das war nicht so einfach für mich. Hab mich dann aber entschieden, mich da auch ein bisschen reinzufuchsen und mich zu informieren. Manchmal denke ich immer noch, es wäre doch schön gewesen, wenn er einen Abschluss gehabt hätte. Aber nachdem er jetzt im Moment auch so erfolgreich ist, denke ich, werden sich auch andere Türen öffnen. Die Haare sind mittlerweile sein Markenzeichen. Egal, was er damit macht, die Videos gehen viral. Seine Haarroutine, Wasser und Kämmen. Einmal die Woche wäscht Noel sie. Das dauert schon mal 1,5 Stunden. Aber selbst das bringt ein paar Millionen Views. Doch wer denkt, der Ruhm kommt von selbst, der irrt. 1,5 Jahre lädt Noel jeden Tag 3 Videos hoch. Täglich ist er mit Freunden in der Innenstadt unterwegs. Manchmal muss er nur 2 oder 3 Leute antanzen, bis er eine passende Reaktion im Kasten hat. Manchmal dauert es länger. Aber wie ist es denn, wenn man da von einem wildfremden Menschen angetanzt wird? Das war so unerwartet. Plötzlich steht da jemand und dann macht halt plötzlich so halt seine Kappe runter und tanzt halt da. Und dann weiß man erst so nicht so, oh, wie soll man jetzt drauf reagieren? Den meisten kann Noel dann doch irgendwie ein Lächeln entlocken. Mittlerweile ist das Schwierigste am Video produzieren, dass er überall erkannt wird. Der Ruhm hat auch Schattenseiten, merkt Noel schon jetzt. Die Leute fassen ungefragt seine Haare an, belagern ihn für Fotos. Diese ganzen Aktivitäten, die man mit Freunden in der Öffentlichkeit macht, schwimmen gehen, Bar oder sonst was, ist halt vorbei so. Also geht nicht mehr so richtig. Man wird immer beobachtet die ganze Zeit so, also man ist nie so frei. Und dann gibt es noch die Momente, die selbst Noel kurz sprachlos machen. Zum Beispiel als Sarah, eine Tänzerin aus Marokko, ihm kurzerhand die Show stiehlt. Ich mag Tänzer und ich mag Leute, die anderen Menschen gute Laune machen in der Öffentlichkeit. Sowas hatte ich selten, muss ich echt sagen. Selten. Mittlerweile kann Noel gut von seinen Videos leben. Geld verdient er mit Kooperationen. Marken schicken ihm beispielsweise Klamotten, zahlen Geld, dass er sie trägt. Unter anderem dreht er für und mit Adidas Videos. Gerade erst für das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Wenn man jetzt mal 1 Million Follower hat so und dann relativ auch gute Klicks hat und so, da kann man dann schon immer so im vierstelligen Bereich so was nehmen, so für eine Collaboration. Ich bin jetzt nicht reich, würde ich sagen, so natürlich, aber ich denke mir schon stabil. Ist auf jeden Fall nice. Kommendes Jahr will er zu Hause ausziehen und sich ein zweites Standbein aufbauen. Was genau, weiß er noch nicht. Vielleicht irgendwas mit Tanzen oder mit Haaren.